Bremer Bürgerzeitung, 27. Juli 1914. Genossen, Arbeiter, Bürger, ein Ungeheures droht sich zu verwirklichen. Österreich-Ungarn will die Tötung eines einzelnen Mannes durch das Sarajevoer Attentat an dem ganzen serbischen Volke rächen und diesem Volke die staatliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmung rauben, nachdem es schon lange auf eine günstige Gelegenheit dazu gewartet. Der Imperialismus der Wiener Machthaber würde nun wohl mit Serbien allein fertig werden. Sobald aber Russland für Serbien eintritt und Österreich-Ungarn angreift, wird Deutschland bald den österreichisch-ungarischen Machthabern beispringen. Dann müssen auch die deutschen Soldaten marschieren. Und sobald das geschieht, wird Frankreich wieder dem russischen Zaren helfen. Und so gibt es den Weltkrieg. Das ist das Ungeheure, das uns bedroht. Es ist kaum auszudenken, was das zu bedeuten haben würde, wenn man sich die bestialischen Mordwerkzeuge vorstellt, die man für die Zwecke der Kriegsführung inzwischen geschaffen. Alles je Dagewesene würde ein Kinderspiel gegen die Gräuel sein, die uns ein solcher Krieg zwischen wirklichen Großmächten bringen würde. Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Nieder mit dem Kriege! Es lebe die Verbrüderung und Verständigung der Völker untereinander. Bremer Bürgerzeitung, 30. Juli 1914. Für den Weltfrieden. Gestern Abend gegen 11 Uhr und dann um 1 Uhr nachts hatten sich vor dem Bahnhof Tausende von Personen versammelt und zum Teil die Bahnhofshalle besetzt, um die Ankunft des Bremer Regiments, genannt die 75er, zu erwarten. Als die 75er dann eintrafen, spielte das Regimentsmusikchor und es wurden von den Versammelten patriotische Lieder gesungen. Das Letztere geschah auch, als die Massen das Militär auf dem Wege in die Kaserne begleiteten. Was uns nicht erfreut, sondern ebenso wie die über 35.000 dem hiesigen Gewerkschaftskartell angeschlossenen Arbeiter und Arbeiterinnen tief erbittert, ist die Tatsache, dass noch am Dienstagabend die bremische Polizei den für den Weltfrieden demonstrierenden Arbeitern in der schroffsten, teilweise sogar brutalsten Weise gegenübertrat. 31. Juli 1914. Erklärung des Kriegszustandes. Durch kaiserliche Verordnung ist der Bezirk des 9. Armeekorps, wozu auch Bremen gehört, in Kriegszustand erklärt. Die vollziehende Gewalt innerhalb des Korpsbezirkes geht infolgedessen an mich über. Die Zivilverwaltungs- und Gemeindebehörden haben meinen Anordnungen und Aufträgen Folge zu leisten. Der kommandierende General des 9. Armeekorps. Die Erklärung des Kriegszustandes für Bremen wurde gestern Nachmittag von einem Leutnant zu Pferde, der von einem Hornisten und zwei Rotten Soldaten begleitet war, an zahlreichen Stellen der Stadt zur Verlesung gebracht. Nach einem Zeichen des Hornisten wurde die Erklärung vorgelesen. Das Publikum nahm die Bekanntgabe mit lautem Hurra auf. Bremer Bürgerzeitung, 4. August 1914. Spione und Pöbel. Ein Bild vom Tag. Am Bahnhof erschallt aus dicht gedrängter Menschenmenge der Ruf: Ein Spion! Haltet ihn! Und irgendwer zeigt auf irgendeinen Mann. Die Menschenmasse, die den Bahnhof besetzt hält, drängt an ihn heran. Man packt ihn, schlägt ihn, tritt ihn zu Boden. Hunderte von Faustschlägen hageln nieder auf seinen Leib. Hunderte von Stiefeln treten ihm nach dem Leben. Die Polizei, die ihn fassen, ihn abführen will, ist machtlos. Und als der tierische, tobende Pöbel von seinem Opfer lässt, als dieses sich blutend und kaum noch lebend erhebt, tut der Mann, was er sogleich hätte tun können, wenn man ihm die Zeit gelassen hätte. Er legitimiert sich. Legitimiert sich mit einer Einberufungsorder als ein deutscher Reservist, der im Begriff ist, sich zu seinem Truppenteil zu begeben. Ein anderes Bild. Ein Mann in deutscher Offiziersuniform wird für einen russischen Spion erklärt. Wieder wird er geschlagen und getreten, bis endlich die Polizei ihn übernimmt. Ob er wirklich ein Spion war,
Oder wieder ein Unschuldiger, der überhitzten Pöbelfantasien zum Opfer fiel. Wir wissen es nicht. Aus Anlass des ersten großen Sieges der Unsrigen bei Metz hat die Stadt ein festliches Flaggengewand angelegt. Freudig erregte Menschen durchziehen die Straßen unserer Stadt. Mittags von 12 bis 1 findet ein patriotisches Konzert vom ehrwürdigen Rathausbalkon aus statt. Herr Bürgermeister Stadtländer verkündet von dort aus gleichzeitig einen neuen Sieg. Anlässlich der beiden großen Siege fand abends auf dem Marktplatz ein Konzert des Lehrergesangvereins statt. Es folgten unsere schönen, immer zur Begeisterung hinreißenden Lieder. Heil dir im Siegerkranz. Es braust ein Ruf wie Donnerhall. Und zum Schluss das Deutschland, Deutschland über alles, welches gegenwärtig von Groß und Klein gesungen, gepfiffen, gesummt und von meinem 10-jährigen Jungen fast den ganzen Tag auf der Ziehharmonika gespielt wird. Bremer Bürgerzeitung, 22.09.1914. Bremer Stadttheater. Der Troubadour, Oper von Verdi. Eine in vieler Hinsicht bemerkenswerte Aufführung. Es wurde mit viel Temperament und großem Schneid gespielt. Das darf auf das Konto des Herrn Wollebe gebucht werden, der von seinem Dirigentenpulte aus einen tadellosen Regisseur abgab. Den Manrico sang ein Gast, Herr Hansen. Herr Hansen tritt an die Stelle von Juan Spivak. So konnte man es in den Pausen zischeln hören. Spivak darf nicht mehr auftreten, weil er Russe ist. Wir konnten diesem Gerüchte keinen Glauben schenken und haben uns deshalb bei der Theaterdirektion erkundigt. Sie bestätigte dieses Gerücht und gab auch die Erklärung dazu. Aus dem Publikum sind Schreiben an die Direktion gerichtet worden, dass man einen Russen nicht mehr in dem bremischen Musentempel zu sehen wünsche. An die Direktion Stadttheater. Sie sollten sich was schämen! Ja, schämen! Dass Sie es wagen, den russischen Lumpen Spivak wieder zu engagieren und uns Bremen vorzusetzen! Wir Bremer wollen plattedings nichts, gar nichts wissen von diesem russischen Svinjak! Wenn Sie diese Bestie auftreten lassen, wird es einen Theaterskandal ersten Ranges geben, was unser Verein bereits beschlossen hat. Mit Pfeifen und Höllenlärm werden wir den Saujack abkommandieren. Unsere 75er siegreich, 1000 Gefangene. Der Präsident des Senats, Herr Bürgermeister Stadtländer, erhielt folgende Depesche. Eurer Magnifizenz freue ich mich mitteilen zu können, dass das Regiment unserer 75er aus Bremen an der Aisne siegreich gefochten und 1000 Gefangene gemacht hat. Mein geliebter, guter, bedauernswerter Mann, was ich diese Woche für schreckliche Gedanken und Seelenqualen gehabt habe, kannst du dir nicht denken. Man war es doch nicht gewöhnt von dir, dass du nicht schreibst. Wir glaubten schon, du wärst ins Feld gekommen. Ich sah dich im Traum in der Schlacht. Das war fürchterlich. Die Bremer Hausfrau, Heft 207. Deutsche Frauenwürde. Als der Kriegssturmwind durch die deutschen Lande zu brausen begann, da schien er mit einem Male alles fortzuwirbeln, was sich seit Jahrzehnten an Staub und Schmutz, an Hass und Zwietracht, an Neid, Kleinlichkeit und Oberflächlichkeit angesammelt hatte. Einig und groß stand das deutsche Volk da, weggeblasen aller Parteienhader und aller Egoismus. Und auch die Frauen standen nicht abseits. Tausend und abertausend Hände streckten sich aus, um Liebesgaben auszuteilen. Tausend und abertausend Frauen eilten herbei, um in selbstlosen Liebeswerken aller Art dem teuren Vaterlande zu dienen. Das große Werk der Fürsorgearbeit, an dem sich die Frauen aller Klassen und Stände beteiligten, in Gründung von Volksspeiseanstalten, Lazaretten, Krippen und Horten, in Arbeitsnachweis- und Auskunftsstellen und so weiter, zeugt von ausgezeichneter Organisationskraft.
Und man darf wohl sagen, dass diese große und ernste Zeit nicht nur den deutschen Mann, sondern auch die deutsche Frau gewappnet und an ihrem Platz gefunden hat. Ein Glück, lieber Robert, die Kinder gehen seit Freitag zum Essen nach der Turnhalle. Am Freitag, da gab es Erbsen mit Speck. Am Sonnabend mussten sie die übrig gebliebene Suppe essen und hinterher Äpfel und Kartoffeln. Sie müssen dort Danke und Bitte sagen, erzählen Sie mir. Auf den Tellern stehen fromme Worte. Davon nehmen unsere Kinder keine Notiz, wie mir Klärchen sagte. Es ist für mich in dieser Zeit ganz angenehm, denn für 20 Pfennige kann ich den vier Kindern doch kein Mittagessen machen. Dann ist es, wenn ich esse, mal so wunderbar ruhig. Das stärkt mich richtig. Schreibe nun bald wieder. Lieber Robert, und sei von uns allen gegrüßt und geküsst. Deine Anna. Belgien. Meine Lieben, trotzdem ich von euch bis jetzt noch keine Nachricht erhielt, will ich euch doch wieder einige Zeilen senden. Seit gestern haben wir hier das herrlichste Frühlingswetter. Die schöne Arbeit, die ich jetzt habe, und die vernünftigen Vorgesetzten machen einem das Leben zum wahren Genuss. Denn hier gibt es keine Unteroffizierstöne mehr. Alles geht so ruhig zu wie im Zivilleben. Auch hatten wir heute Nachmittag um 4 Uhr Baden. Brausebad. Dann waren wir dienstfrei. Ich sonnte mich auf der vor uns liegenden großen Wiese, wo die Gänseblümchen und Löwenzahn so herrlich blühen, und las meine Zeitung. Auf einmal hörte ich Geheul und gleich darauf einen Krach, sodass ich nicht wusste, wie mir geschah. Es folgten noch mehrere Schüsse, die nur einige hundert Meter von uns einschlugen. Es dauerte auch nicht lange und die ersten Verwundeten, die ich sah, kamen an. 3 Soldaten wurden leicht verwundet. Ein Junge ist tot, ein 16-jähriges Mädchen schwer und eine Frau leicht verwundet. Das ist der erste Schreck, den ich erlebe. Welch Kontrast. Einige Minuten vorher sagte ich noch zu einem Kamerad, wir haben wir es hier aber schön bekommen, doch viel schöner als in Harburg. Und gleich darauf kam es so. Aber, meine Lieben, ängstigt euch nicht zu sehr. Es trifft ja nicht jeden. Vielleicht bleibe ich unversehrt. Sollte es aber doch anders kommen, nun, dann weiß ich doch, dass du, mein geliebtes Weib, tapfer für meine Kinder sorgen und auch treu zu unserer hehren Sache stehen wirst. Nur einen Wunsch hätte ich. Sollte ich einmal das Unglück haben, nicht wiederkehren zu können, dann lass ja nichts in die Zeitung setzen. Denn was dann drinstehen müsste, das darf doch nicht abgedruckt werden. Deshalb lass es lieber sein. Verzeih, dass ich euch jetzt schon solche Gedanken bereite, aber ihr wisst doch, wie ich bin. Alles, was mich bewegt. Seid gegrüßt und geküsst von eurem Robert. Bremer Nachrichten. Überführung der Leichen Gefallener. Aus zahlreichen Anträgen von Angehörigen gefallener und im Feld gestorbener Soldaten geht hervor, dass im Publikum die Meinung verbreitet ist, die Beförderung der Leichen auf deutschen Bahnen erfolge frachtfrei. Diese Annahme ist irrig. Es sind die vollen Beförderungskosten zu entrichten. Die Heimbeförderung verursacht den militärischen Stellen und den Eisenbahnen, namentlich in den besetzten feindlichen Gebieten, zurzeit erhebliche Schwierigkeiten. Es ist deshalb erwünscht, dass die Leichenüberführungen nach Möglichkeit bis nach Beendigung des Krieges zurückgestellt werden. Die Bundesregierungen haben beschlossen, auf Leichensendungen, die erst nach dem Kriege zur Aufgabe und Beförderung gelangen, eine Frachtermäßigung von 50% zu gewähren. Belgien. Meine geliebte gute Frau, herzlichen Dank für das Paket mit Zucker.
Du schreibst, du hättest gern mehr geschickt. Es genügt vollständig. Vielleicht brauchst du bald gar nichts mehr zu schicken. Ich lebe hier jetzt immer in der größten Aufregung. Gerüchte schwirren umher, dass wir uns bald unserem Schicksal stellen müssen. Ich glaube, es ist ebenso gut, ihr macht euch mit den Gedanken schon vertraut, dass ich wohl schwerlich zurückkehren werde. Bremer Nachricht. Der eiserne Roland zu Bremen. Verwundert wird manche denken, ob denn unser altehrwürdiges Standbild der Roland auf dem Marktplatz sich über Nacht von Stein in Eisen verwandelt hat. Zur Aufklärung sei gesagt, mit wuchtigem Hammerschlag mag jeder unserer Mitbürger durch Einschlagen von eisernen Nägeln in die Holzfigur zur baldigen Schaffung eines eisernen Panzers beitragen. Gegen einen kleinen Beitrag kann jeder einen eisernen Nagel durch Lösung einer Quittungskarte erwerben und so aufs Neue dazu beisteuern, den immer größer werdenden Ansprüchen bei der Versorgung der Angehörigen gerecht zu werden. Nach dem Kriege wird der eiserne Roland dem Historischen Museum überwiesen werden. Aus Anlass der Einweihungsfeier, die am gestrigen Nachmittag stattfand, flackten der Dom und die Staats- und Privatgebäude am Markt. Und große Scharen aus der Bevölkerung eilten dorthin, um der Enthüllung des neuen Rolands beizuwohnen. Der Platz zwischen Dom und altem Rathaus war von feldgrau gekleidetem Militär abgesperrt. Hier versammelten sich rechts und links von der Roland-Figur die geladenen Gäste, Mitglieder des Senats und der Bürgerschaft, die Spitzen der Behörden, die Offiziere der Garnison, der Vorstand des Bremischen Landeskriegsverbandes und viele Herren und Damen vom Roten Kreuz. Herr Bürgermeister Dr. Buff schlug als Präsident des Senats den ersten goldenen Nagel ein und zwar in die Mitte des oberen Randes des Gürtelschildes. Mehrere Mitglieder des Senats folgten seinem Beispiel, worauf dann auch Herren und Damen aus dem weiten Kreis der Festversammlung die Nagelung vornahmen. Und in der nächsten Zeit wird der eiserne Roland das Ziel Tausender sein, von denen hoffentlich recht viele durch die Stiftung eines Nagels den guten Zweck zum Besten der bremischen Kriegsinvaliden, der Witwen und Waisen im Felde gefallener Bremer Krieger fördern werden. Bremen, Freitag, 16. November. Heute Nachmittag um 16.30 Uhr habe ich für unser Kränzchen am eisernen Roland einen goldenen Nagel mit der Inschrift Kränzchen Altzeitdeutsch eingeschlagen. Belgien, meine innig geliebte, besorgte Frau. Als wir in die Stellung gingen, begegneten uns Sanitäter, die einige tote Soldaten auf kleinen Feldbahnwagen geladen hatten. Dem einen fehlte der Kopf, und als es die Anhöhe herunterging, stellten sich die Sanitäter auf den Feldbahnwagen und im Hurra ging's den Berg herunter. Ich wurde an die wahnsinnige Jagerei Bremer Schlachter, wenn sie mit Fleisch vom Schlachthof kommend durch den Findorf-Tunnel rasend erinnert. Den Angehörigen wird man mitteilen, dass ihr Sohn, Mann oder Vater den Heldentod fürs Vaterland, durch Kopfschuss gestorben ist und dass ihm ein würdiges Begräbnis zuteil ward. Deutsche Frauenhaare-Sammlung. Ausgekämmte Frauenhaare dienen als Ersatzstoff für kriegswichtige Materialien. Frauen und Mädchen Bremens sammelt das ausgekämmte Haar und bringt es den nachfolgend verzeichneten Sammelstellen, die sich freundlicherweise zur Annahme der Frauenhaartüten bereit erklärt haben. Größere Pakete sind unmittelbar an die Abteilung Liebesgaben, Gustav-Detjen-Allee, abzuliefern. Gestern Abend um 7 Uhr war plötzlich Fliegeralarm. In Abständen läuteten die Glocken 10 Minuten. Es war ein unheimliches Läuten. Als ich zur Nähstube kam, waren fast alle dort befindlichen Frauen mit ihren Kindern nach Hause geeilt. Die Werft schloss sofort und machte alles dunkel. Straßenbahn hörte auf zu fahren. Straßenbeleuchtung wurde abgestellt. Nach ungefähr einer Stunde wurde abgeläutet. Die Gefahr war vorüber. Gesundheitsrat Bremen,
an die Medizinalkommission. Der in Aussicht genommene Platz zwischen den Häfen A, B und C würde sich als Kriegsgefangenenlager eignen, wenn die erforderlichen hygienischen Maßnahmen getroffen werden. Ich empfehle dafür, die am Hafen A gelegene Viehquarantäneanstalt zu benutzen. Königliches stellvertretendes Generalkommando des 9. Armeekorps. Betreffend Verkehr mit Kriegsgefangenen. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit bestimme ich Folgendes. Der Bevölkerung ist verboten A. Das Sprechen und jeglicher Verkehr mit den Kriegsgefangenen, sofern er nicht durch die Arbeitsbeschäftigung der Gefangenen bedingt und durch den militärischen Wachtmann oder den Arbeitsgeber ausdrücklich gestattet wurde. B. Das Verabreichen von Geschenken, Liebesgaben und dergleichen. Die Verschaffung des Genusses von alkoholischen Getränken für die Kriegsgefangenen. C. Die Abgabe von Feuerzeug, Messer, scharfen Werkzeugen oder Waffen an die Kriegsgefangenen. Und D. Die Vermittlung des Briefverkehrs. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr, bei mildernden Umständen mit Haft oder Geldstrafe bis 1.500 Mark bestraft. Von Falk, General der Infanterie. Bremen, 18. November. Heute früh um 7 Uhr. Unser Junge hatte Zwiebäcke vom Bäcker geholt und kam mit dem Rufe, Russen kommen ins Haus gestürzt. Eilte ich ans Fenster. Und wirklich, ein lautloser, traurig-grauer Zug gefangener Russen, etwa 50 Mann, in der fahlen Morgendämmerung doppelt traurig anzusehen, kam unter Bedeckung vorbeimarschiert. Wahrscheinlich sollten sie in Kröpelingen arbeiten. Die meisten von ihnen trotteten stumpfsinnig dahin, nur einige wandten den Kopf nach uns. Bedauernswerte Geschöpfe, auch sie haben daheim Herzen, die warm für sie schlagen. Abends um 5:30 kamen sie wieder zurück, von einer Kinderschar begleitet. Bremer Nachrichten. Das Straßenleben hat vielfach einen ganz anderen Anstrich gegen früher bekommen. Überall ist die Frau in die entstandene Lücke des Verkehrs- und Geschäftslebens eingetreten. Hier sieht man sie als Schaffnerin mit langem, dunklen Tuchmantel, mit blanken Knöpfen daran und der gleichfarbigen Schirmmütze auf dem Straßenbahnwagen, ruhig und gleichmäßig ihren gewiss nicht leichten Dienst verrichten. Dort handhabt sie, in Mantel und Kopftuch gehüllt, zur Reinigung der Fahrstraßen den großen, schweren Besen. Hier lenkt sie mutig den Gemüse-, Bäcker- oder Milchwagen. Dort sieht man sie mit der Spitzhacke an den Eisenbahndämmen beschäftigt. Sehr viele Frauen führen das Geschäft ihres im Felde stehenden Mannes tapfer weiter. In manchen Gegenden gibt es sogar weibliche Schornsteinfeger. Und in Gröpelingen sollen nur noch Postbeamtinnen sein. Solch ein Volk, welches bis aufs Äußerste entschlossen, allen, auch den schwersten Anforderungen gerecht zu werden versucht und mit zähster Willenskraft durchhalten wird, kann nicht untergehen. Mein innig geliebter, armer Mann, unendlich leid tust du mir, dass du so ein Leben führen musst. Du bist so erfreut über die Worte, die ich anwandte in dem einen Brief. Ach, Liebster, in Gedanken schreibe ich dir immer die schönsten Briefe und drücke dich so oft an meine Brust. Doch es fehlt dann, wenn ich dir schreibe, immer an Ruhe und Zeit. Man hat nur die Sorge, wie kann man die Kinder satt bekommen. Ich will dir aber auch etwas Zucker schicken. Dachten wir doch, du würdest bald kommen. Gestern Abend war Versammlung, heute eine Sitzung und morgen Zusammenkunft und Generalversammlung. Leider bin ich nicht imstande, irgendwo hinzugehen. Auch bin ich wie gerädert. Musste nämlich auf der Gasanstalt 3 Stunden am Dienstag 1¼ Stunde am Schlachthof stehen. Dazu noch die Wäsche, dann muss ich kassieren. 24. Dezember, heiliger Abend.
Wir versammelten uns in gewohnter Weise in der großen Essstube um den langen Tisch. Mit etwas Nachdenken und viel Liebe war es doch möglich geworden, jedem etwas auf seinen Platz zu legen. Dankbaren Herzens gedachten wir unserer braven, unermüdlichen Kämpfer draußen, die nun schon seit 3,5 Jahren den Feind von unseren Grenzen fernhalten und gewiss alle sehnsüchtig ihre Gedanken nach der teuren Heimat schweifen ließen. Wie vieles müssen sie entbehren, säßen wohl auch gern daheim mit Weib und Kind, unterm strahlenden Tannenbaum. Ach, wann? Wann werden die Glocken ihr Frieden auf Erden läuten? Bremer Bürgerzeitung. Die Schuljugend in der Kriegszeit. Vor uns liegt ein Bericht über eine Tagung für Schulgesundheitspflege, wo Professor Hildebrandt das einleitende Referat übernommen hatte. Der Vortragende äußerte sich über das Gesamtergebnis der Einflüsse des Krieges auf das Seelenleben der Kinder sehr wenig günstig. Immer deutlicher werde die durch den Kriegszustand verursachte Störung des Unterrichtsbetriebes und der Erziehungsarbeit. Ein Erlass folgt dem anderen und das Interesse der Kinder wird auf Dinge gelenkt, für die früher in der Schule kein Platz war. In den höheren Schulen hat man die Anforderungen an die Schüler immer mehr zurückschrauben müssen. Hier wie dort kommt dazu der Mangel an Lehrkräften, den die Vertretungen nur notdürftig ausgleichen. Für höchst bedenklich würde Hildebrandt eine Wiederholung der Verschickung aufs Land halten, weil von ihr eine erneute schwere Schädigung des Schulbetriebes zu befürchten sei. Störend haben auch die Beteiligungen an den militärischen Jugendübungen gewirkt, denen anfangs nicht gern ein Schüler fernbleiben wollte. Inzwischen habe freilich auch hier die Begeisterung sehr nachgelassen, weil der Reiz der Neuheit verflogen sei. Bremer Tageblatt. Sprache, Volk und Weltkrieg. Der Allgemeine Deutsche Sprachverein hatte gestern Abend und sonstige Freunde der Sprachreinigung zu einem Vortragsabend eingeladen und hierzu als Redner Herrn Geheimrat Dr. Sarrazin, Berlin, gewonnen. Der Redner führte Folgendes aus. Bald nach Kriegsausbruch sei bei dem deutschen Volke das Sprachgewissen erwacht und es erkannte, welch eine ungeheure Menge fremdländischer Worte sich in unsere Muttersprache eingenistet haben. Man ging zunächst an die Verdeutschung der Ladenschilder und Geschäftsanzeigen. Ehe noch unsere Truppen im Feindesland den ersten Sieg gefochten hatten, konnte schon der Allgemeine Deutsche Sprachverein die Glückwünsche vieler Vaterlandsfreunde zu seinem ersten Sieg auf dem Schlachtfelde der Fremdwortbekämpfung entgegennehmen. Mein innig geliebter, teurer Mann, wie ich von Lene erfuhr, hast du Elise Kesselbeck die letzten Grüße gesandt, mit der Bemerkung, dass du es mir nicht schreiben möchtest. Bis jetzt hatte ich noch immer Hoffnung. Meine innig geliebte, teure Frau, nun befinde ich mich wirklich in der Hölle. Weiß gar nicht, wo ich zuerst bei anfangen soll. Hatte es mir gewiss schon schlecht genug vorgestellt, aber so schlecht nicht im Traum. Gestern Abend, 7 Uhr, ging es in stockfinsterer Nacht und bei Regenwetter, bepackt mit dem sogenannten Sturmgepäck und Stahlhelm auf dem Kopf, hinein ins Verderben. Wir hatten 2,5 Stunden zu marschieren, durch Schlamm und Dreck, über Stock und Stein. Einen solchen Marsch hatte ich mein Leben lang noch nicht mitgemacht. Vom Schweiß gebadet kamen wir endlich am Bestimmungsort an. Aber anstatt nun unter Dach und Fach gebracht zu werden, mussten wir über eine Stunde im freien Felde sitzen, bei dem eiskalten Regen. Ich fror wie ein Hund. Man müsste schon zusehen, dass man ins Zuchthaus käme, damit man mal wieder menschliche Zustände finden könnte. Dies Grauen ist überhaupt nicht zu beschreiben. Dabei heulen ununterbrochen die Granaten über einen weg. Unsere nassen Lumpen, Schlammstiefel und dergleichen dürfen wir, solange wir hier sind, nicht mehr ablegen, sodass wir hier bei lebendigem Leibe halb verfaulen. Jetzt wünsche ich mir wahrhaftig,
den Erlöser Tod herbei. Es grüßt euch herzlich euer todunglücklicher Robert. Polizeibericht. Heute Vormittag, 12 Uhr, waren Unterzeichnete zur Brotkartenausgabestelle nach der Elisabethstraße kommandiert. Es waren hier ca. 400 Frauen und Kinder, die Zusatzkarten verlangten. Trotzdem es ihnen andauernd gesagt wurde, dass keine Karten mehr ausgegeben werden könnten, da sie alle seien, war die Menge nicht zu bewegen, die Schule zu verlassen. Sie schimpften und grölten und drängelten von hinten dermaßen, dass mehrere Frauen und Kinder ohnmächtig wurden. Mein innig geliebter, guter Mann, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Am Dienstag bekam ich den letzten Kartenbrief von dir, in dem du mitteilst, dass du den Brechdurchfall hast. Man weiß noch nicht, ob es schlimmer oder besser geworden ist, ob du überhaupt noch lebst. Ich nehme nun an, dass Postsperre ist, aber wie oft ist denn so eine Sperre oder dergleichen mehr? Bremer Tageblatt, 3. Februar 1918. Der Streik. Über den Streik in Bremen, der in der bisherigen ruhigen Weise weiterverläuft, ist noch zu berichten, dass die Vertrauensmänner gestern Abend im Gewerkschaftshause eine Kommission gewählt haben, der von jedem der in Betracht kommenden Betriebe ein Mann angehört. Für heute Morgen waren Verhandlungen mit den Betriebsleitern angesetzt, deren Ergebnis um 2 Uhr im Casino bekannt gegeben werden. Der militärische Leiter der AG Weser, Herr Oberst Wegener, erließ folgende Bekanntmachung. Alle wehrpflichtigen Arbeitnehmer der AG Weser, die bis zum 31. Januar 1918 in diesem Betriebe gearbeitet und seitdem die Arbeit niedergelegt haben, werden, sofern sie nicht bis zum 4. Februar 1918 morgens 6.30 Uhr die Arbeit dort wieder aufgenommen haben oder nachweislich arbeitsunfähig sind, hiermit zum Heeresdienst einberufen. Sie haben sich am 4. Februar 1918 morgens 10 Uhr im Garten des Café Mattfeld, Gröblinger Heerstraße, zu stellen und Ihre Militärpapiere mitzubringen. Bremen, 1. Februar 1918. Bremer Bürgerzeitung. Bauarbeiterverband. Unseren Mitgliedern zur Nachricht, dass wieder nachstehende Kollegen auf den Schlachtfeldern verblieben sind. H. Würmann, Maurer. Geboren 14.05.87 zu Bremen. Friedrich Moormann, Hilfsarbeiter, geboren 3.11.83 zu Bremen. Robert Pöhland. Maurer, geboren 6.9.77. 14. November 1918. Begehe ich meinen Geburtstag in diesem schrecklichsten aller Kriege. Und doch, wenn ich zurückblicke, erscheinen mir die vergangenen beinahe im rosigen Lichte, denn dieses Mal fällt er in die dunkelsten, schicksalsschwersten Tage, die wir je erlebt haben. Seit dem 6. November haben wir die Revolution im Lande. Deutschland ist zur Republik erklärt, der Kaiser abgesetzt, nach Holland geflüchtet. Von Kiel ausgehend herrscht jetzt in Bremen, wie in den meisten großen Städten Deutschlands, der Arbeiter- und Soldatenrat. Am 11. November beginnen der Waffenstillstandsverhandlungen. Heute, am 15. November, war ich Zeuge, als auf unserem altehrwürdigen Rathaus die rote Fahne gehisst wurde. Silvester 18. Bald ist Mitternacht. Dann verkünden 12 Schläge das junge Jahr. O Gott, erhöre mein Flehen, gib uns den Frieden. Errette unser teures Vaterland aus Schmach und Schande. Lass unser Volk sich wieder auf sich selbst besinnen. Sende uns einen Mann wie Bismarck, der mit eisernem Griff die Zügel der Regierung ergreift.